Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Arbeitszimmer. Heute vor dem etwas langweiligen gelben Hintergrund meiner Tapete. Ja, mein Video- und Fotohintergrund hängt leider gerade in der Garage. Da komme ich momentan nicht hin. Also muss das reichen. Macht's euch bequem. Holt euch was zu trinken. Ein bisschen Wasser meinetwegen oder was anderes. Heute soll es um meine neueste Campinganschaffung gehen, und zwar um dieses gute Stück, den Trangia 257 UL HA. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich war mal so frei und habe das gute Stückchen ausgepackt. Dem einen oder anderen wird es vielleicht etwas sagen. Trangia ist eine schwedische Firma, die einen sehr guten, sehr beliebten und äußerst robusten Sturmkocher herstellt. Warum Sturmkocher? Nun, wie der Name es vermuten lässt, funktioniert das gute Teil auch bei etwas stärkeren Winden und Stürmen. So, schauen wir mal, was dabei ist. Wir packen ihn mal auseinander. Als kleine Information vorweg, der Trangia ist in seiner Standardausführung ein Spirituskocher. In diesen kleinen Tank hier füllt man Spiritus, Ethanol, Kaminethanol, 100%ig meinetwegen, ein. Zündet das Ganze an und schon hat man einen Kocher im Gasbetrieb. Im Spiritusbetrieb. So. Was haben wir noch im Set dabei? Noch ein bisschen Verpackungspapier. So, der Trank ja selber besteht aus zahlreichen Teilen. Den Verpackungsrot packen wir mal zur Seite. Das ist das Wichtigste am Trank ja. Wir haben den Windschutz. Der besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Unterteil. Zahlreichen Belüftungslöchern aus leichtem Aluminium gefertigt. Diese etwas größere Öffnung hier vorne dient, wenn man es denn möchte, der Unterbringung eines Gaskochers. Wem der Spiritus mit seinem relativ geringen Brennwert nicht reicht, der kann hier jederzeit einen Gaskocher nachrüsten und diese Öffnung ist zur Durchführung des Schlauches. Ja, in das Unterteil kommt der Spirituskocher rein. Passt wunderbar. Wenn man ihn dann anzündet, kommt hier die Spiritusflamme raus. Mehr Magie gehört nicht dazu. Der zweite Teil des Windschutzes ist der Windschutz selber. Den schraubt man ganz einfach per Steckverbindung. Ganz einfach ist gut. Sekunde. Ja. Zack, und schon ist er fest. Zweiteilig, relativ groß. Ich selber habe jetzt das 25er Set, warum auch immer Trangia meint, die größeren Sets mit kleineren Nummern ausstatten zu müssen. Das schließt sich mir jetzt nicht ganz, aber nehmen wir es einfach mal hin. Der 257 hat diese beiden Töpfe. Er soll für 3 bis 4 Personen geeignet sein. Ja, wir selber sind 4 Personen bei uns in der Familie. 2 Erwachsene, 2 hungrige Raupen. Naja, also eine Portion Nudeln aus dem großen Topf hier. Gut. Ja, auf jeden Fall. Der Sturmkocher hat hier oben 3 Halteteile. Die beiliegende Pfanne passt hier sehr gut oben rein. Ist rutschsicher, stellt frei ab. Verrutscht nichts. Wunderbar. Die Hitze kann gut zirkulieren, oben rein, kleiner Spalt bei der Pfanne, windgeschützt, alles sehr viel besser als bei meinem handelsüblichen Gaskocher, den ich habe, wo ich immer noch aus Blech ringsherum Windschutz aufstellen muss und was bei stärkerem Wind trotzdem nicht gut funktioniert. Aber das liegt auch eher an meiner günstigen Ausrüstung,
denn an dem System selber. Gut, die beiden Töpfe sind zu klein dafür. Dafür würde man die Halter jetzt wieder umklappen. Und die Töpfe passen hier rein und sitzen hervorragend in den Vertiefungen drin. Beide Töpfe, sowohl der große als auch der etwas kleinere, sitzen sehr gut. Was gibt es zu diesem Set noch zu sagen? Ich hatte es vorhin kurz erwähnt. 25.7 ULHA. UL steht für Ultralight, also für sehr leicht. Das komplette Set ist aus Aluminium gefertigt. Und die etwas dunkleren Teile, ich denke, man sieht es sehr gut, sind sogenanntes hart anodisiertes Aluminium. Aluminium steht ja jetzt seit ein paar Jahren doch etwas in der Kritik. Bei umweltbewussten Menschen oder generell in der Kritik nicht ganz so gesund zu sein. Woran liegt das? Naja, saure Speisen neigen dazu, Aluminium aus der Oberfläche rauszulösen, was dann in den Körper gelangt. Es gibt Studien, die eine gewisse Verbindung mit Alzheimer aufzeigen. Nicht ganz unumstrittene Studien, aber gut. Hart anodisiertes Aluminium hat den Vorteil, es wird eine spezielle Oxidationsschicht aufgetragen, die halt das Herauslösen von Aluminiumteilchen aus der Oberfläche durch saure Speisen weitestgehend reduziert. Wem das immer noch zu unsicher ist, Trangia hat bis vor einiger Zeit sogenannte Duosal-Töpfe gefertigt. Das sind Aluminiumgrundkörper mit einer Edelstahllegierung. Die werden nicht mehr gefertigt, Restbestände gibt es noch. Ansonsten bleibt einem nur der Griff zu den hart anodisierten Teilen und nach Möglichkeit Speisen ohne höheren Säuregrad zu wählen. Klassisches Beispiel, wenn man für eine Familie kocht, wären jetzt Milchprodukte. Milchprodukte, Grieß oder Milchreis in so einem Topf. Ja, ich persönlich kann gut damit leben. Wir essen nicht an 365 Tagen im Jahr Milchreis, von daher ist das in Ordnung für mich. Der Vorteil von hart anodisiertem Aluminium ist weiterhin, die Oberfläche ist beständiger. Nichtsdestotrotz, hier bitte nur mit Holz- oder Kunststoffteilen arbeiten. Bitte Metallbesteck vermeiden. Wie halt in der Küche üblich. So, was gehört noch dazu? Klassischer Griff, wie man ihn von vielen Camping-Sets kennt. Zack, zack, eine Runde Tennis. Hält wunderbar. Gibt es nichts zu meckern, alles sehr leicht. Und wie ihr es vorhin gesehen habt, es passt alles ineinander. Und das komplette Set ist verpackt so groß. Klar, wenn man jetzt mit dem Rucksack allein unterwegs ist, gibt es definitiv kleinere Sets. Da würde ich auch auf meinen kleinen Gaskocher wechseln mit einem Windschutz und einem kleinen Topf oder einem kleinen Becher dazu, aber für einen Familiencampingausflug wunderbar. Ich denke, die nächstgrößere Stufe wäre dann nur ein Gasherd. Das persönlich ist mir zu viel. Warum habe ich mich für einen Trangia mit Spiritus als Brennstoff entschieden? Zum einen in puncto Müllerzeugung und Ökobilanz. Ökobilanz lassen wir mal außen vor, aber Gaskartuschen haben einfach das Problem, sie erzeugen Müll, sie sind relativ teuer. Klar, jetzt könnte man Effektivität in der Tabelle erfassen, gegenrechnen. Aber ja, so eine Kartusche kostet schon mal ein paar Euro. Spiritus ist relativ günstig. Ich habe jetzt 100%igen Kamin-Spiritus. 100%iges Bioethanol für etwa 2,80 Euro pro Liter erworben. Man sagt, mit einer vollen Füllung, was glaube ich etwa 100 Milliliter sind, ich glaube, kocht man 20 bis 25 Minuten. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Klar, Spiritus hat einen sehr geringen Heizwert im Vergleich zu Gas. Das muss man bedenken. Also wäre ein richtig starker Gaskocher ein Liter Wasser in 5, 6 Minuten zum Kochen bringt, braucht Spiritus durchaus schon 10 bis 12 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Aber ich bin nicht auf der Flucht, ich bin im Urlaub und ob es nur 5 oder 10 Minuten dauert, bis es kocht, ist mir relativ egal. Mir persönlich. Ja,
Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Das Set ist äußerst sparsam, es ist äußerst leicht. Das hart anodisierte Aluminium ist relativ pflegeleicht. Ich habe für unterwegs noch die Mini-Variante, wenn ich doch mal mit dem Rucksack unterwegs bin. Das ist der sogenannte Trangia Mini. Ich hole mal den Koffer raus. So, der kommt hier rein. So, da haben wir ihn. Topf oben drauf. Hat den Nachteil, ihr seht es schon. Ja, ich zerkratze mir meine neuen Töpfe. Nein, es steht natürlich nicht ansatzweise so stabil und es ist kein Windschutz dabei. Also für ruhige Wind, stille Ecke, mal eine schnelle Tasse Kaffee oder Tee warm machen oder ein Tütensüppchen. Wunderbar. Ist sehr viel leichter, sehr viel kompakter als das große Set. Ist in Ordnung. So. Der Trangia im Einsatz. Wie wir festgestellt haben, die Töpfe selber passen relativ gut rein. Das ganze System ist sehr optimal aufeinander ausgerichtet, was Belüftung, was Flammenabstand angeht. Also da hat sich Trangia nicht lumpen lassen und ist nicht ohne Grund seit Jahrzehnten ein sehr beliebtes Set. Da stellt sich mir jetzt jedoch die Frage, wenn ich von diesen Alutöpfen weg will oder doch mal was anderes habe, beispielsweise ich möchte einen Edelstahltopf drauf machen oder eine gusseiserne Pfanne, geht das denn? So, schauen wir doch mal. Ich habe jetzt den großen Trangia-Topf. Der hat einen Durchmesser von, man sieht es eh nicht, 18 cm. Ist also ein 18 cm Topf. Ist unten an der schmalsten Stelle etwa 15 cm. Man sieht es von der Form. Hat den Vorteil, es passt wunderbar rein. Ist genau drauf ausgelegt. Ich habe jetzt bei mir in der Küche, und da muss ich mal ein Stück nach vorne, einen, das soll ein 18 cm Topf sein. Gucken wir mal drauf, Edelstahl, relativ schwer, Überseering 18, gut, steht jetzt nicht drauf, unten drunter an der schmalsten Stelle ist er 14 cm. Probieren wir mal unser Glück. Geht nicht so richtig. Also er passt grundsätzlich rein und ich denke, wenn er steht, dann steht er auch halbwegs. Aber man merkt, ihm fehlen 2 cm im Durchmesser, weswegen er nicht ganz so stabil sitzt wie der Trangia-eigene Topf. Da hat Trangia aber auch eine Lösung. Die habe ich leider nicht mitbestellt, habe ich halt mit Entsetzen feststellen dürfen. Es gibt einen sogenannten Espresso-Einsatz. Das ist schlicht und ergreifend eine dreieckige Grundform, die hier auf die drei Halterungen drauf geht und quasi eine flache, ebene Fläche zur Verfügung stellt. Hat den Vorteil, man kann hier kleinere Töpfe reinstellen oder, wie zum Beispiel meine zweite Anschaffung, der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist der Percomax von Petromax, das ist eine Percolator-Kanne, also Kaffee. Ich würde ja Kaffee trinken, aber dafür ist es mir halt einfach zu spät. Die ist aus Stahlemaille. Wunderbar. Hat wie mein Topf, ich müsste liegen, ach nein, die hat sogar eine 14,5 cm. Wenn ich die jetzt hier reinstellen würde, keine Chance, die schwappert mir rum. Die steht nicht stabil. Dafür gibt es diesen Einsatz, der die Grundfläche erweitert. Und dort würde die wunderbar drauf passen. Geht auch sehr gut im Lagerfeuer, geht wunderbar auf Induktion, also eine sehr solide Kanne. Die zeige ich in einem extra Video mal. Und da werden wir auch mal gemeinsam Kaffee zubereiten. Ansonsten hätte ich noch im Angebot eine Pfanne und einen etwas größeren Wassertopf. Da muss ich mich jetzt mal nach vorne lehnen, das ist doch zu weit weg. So, was haben wir hier? Schauen wir mal. Ich habe hier einen relativ leichten, Milchtopf für Wasserbad. Der schließt jetzt hier komplett bündig ab. Hitzestau, nicht so eine gute Idee. Wir klappen mal die Halterung nach oben.
geht grundsätzlich. Ich denke, wenn hier eine Flüssigkeit drin ist, naja. Es ist ein 20, 21 cm Topf mit einer Grundfläche 15 bis 17 cm. Also ihr seht schon, so Standard-Küchenhaushaltsgeräte tun sich ein bisschen schwer. Die Pfanne genauso, das ist eine 20, Grundfläche 14,5, 21 cm. Die wackelt. Das würde ich so wahrscheinlich nicht machen, sei denn, man hält die ganze Zeit fest. Aber herrje, ich denke, man kann die Ansprüche auch ein bisschen zurückschrauben, zumal in der Pfanne richtig scharf anbraten mit Spiritus ohnehin so eine Sache ist. Ich meine, gelesen zu haben, 300 Watt hat das in etwa Leistung. Ist nicht bombastisch. Aber Slow Food, darum soll es uns auch gar nicht gehen. Und ich werde in den kommenden Wochen auch zahlreiche Videos drehen, wo wir mal zusammen Gerichte zubereiten. Und da werden wir sogar noch eine Stufe zurückschalten und den guten Trangia nicht mit Spiritus betreiben, sondern mit Teelichtern. Aber an der Stelle möchte ich noch nicht verraten, warum wir das machen. Ja, ansonsten, es ist kein Produktverkaufsvideo, es ist auch nicht gesponsert. Ich habe mir das gute Teil für gutes Geld jetzt die Woche gegönnt, da die Campingsaison demnächst wieder ansteht. Der praktische Einsatz wartet auch bei mir noch. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Das Ethanol steht unterm Tisch. Die Teile, die ich benutze, seht ihr hier. Ich habe noch ein kleines Extra mir gegönnt, und zwar den Omnia, ebenfalls ein schwedisches Produkt. Das ist ein sogenannter Campingbackofen. Der kann dann oben drauf auf den Trangia gestellt werden und ja, als Ofen dienen. Auch ein sehr schönes System. Bin ich auch gespannt, wenn ich es das erste Mal benutze. Es wird wahrscheinlich mein nächstes Video werden. Und bis dahin hoffe ich, dass es wenigstens ein bisschen spannend war. Es gibt dutzende Produktvideos, dutzende Tests im Outdoor-Betrieb. Für mich persönlich ist das heute so ein kleines Einstiegsvideo, damit ich in den nächsten Videos nicht immer sagen muss, mit was für einem System ich koche. Ihr auch meinen Einsatzbereich, mein Einsatzgebiet kennt für den Trangia. Und wir werden in den kommenden Wochen sicherlich bei dem einen oder anderen Gericht mal schauen, wie sich der Trangia in der Praxis bewährt. Bis dahin, ich wünsche euch einen angenehmen Abend und hoffe, euch bei dem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten verabschiede ich mich. Einen schönen Abend. Tschüss.